Thorsten, der ukrainische Präsident wendet sich derzeit verstärkt an die Parlamentarier der westlichen Demokratien. Heute hat er in einer Videoschalte an die Abgeordneten des Bundestages sich gewendet. Wie fandest du die Rede? Sie passen das Muster und in diese Bestrebung von der Ukraine und speziell halt auch von Zelensky, möglichst eine ganz breite und aus seiner Sicht auch noch viel weitergehende Unterstützung zu organisieren. Das ist momentan wirklich sein Ziel, ist es auch sozusagen den Westen, die NATO eigentlich zu unmittelbarer Beteiligung zu bringen, also auch zum militärischen Eingreifen, zur militärischen Unterstützung. Das muss man wissen und deswegen sind die Botschaften sehr gut kalkuliert mit gut komponierten Bildern und sehr wohl ausgesuchten auch Botschaften, die jeweils auf das Land passen. Da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen. Im Unterhaus war es ein Churchill-Zitat: Wir werden uns nicht ergeben. Vor dem US-Kongress hat er auf 9/11 und Pearl Harbor angespielt. Und hier im Bundestag jetzt: Die Mauer muss weg. Wie wirkt das auf dich? Naja, also zum einen ist es unbestritten, dass die Ukraine natürlich so viel Unterstützung wie möglich braucht und auch vom Westen kriegen sollte. Aus meiner Sicht aber sozusagen ohne eine direkte Kriegsbeteiligung. Zum anderen sieht man daran halt auch, dass Zelensky ein Medienprofi ist, ne? Er beherrscht die Methoden des Bildes, des bewegten Bildes, der Sprache, der Botschaften. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weshalb er im Moment auch so gut dasteht und Putin da Paroli bieten kann, weil er die Leute erreicht und zwar weltweit. Was Putin ja nicht mal versucht. Ja, es würde ihm wahrscheinlich im Moment auch schwerfallen. Hätte es im Anschluss an die Rede Selenskys eine Debatte geben müssen im Bundestag? Aus meiner Sicht, mich hat es verwundert, dass das nicht geplant war offensichtlich und es auch nicht stattgefunden hat, weil wenn es eine solche Botschaft gibt, hat man irgendwie ja auch das Bedürfnis, sich auszutauschen. Aber wenn ich mich recht entsinne, war es auch gestern im US-Kongress nicht anders. Die Bundesrepublik steht aus ukrainischer Sicht wohl eher als Blockierer, denn als Befürworter der ukrainischen Interessen da. Man kann es festmachen an dem langen sich weigern sozusagen, die Mitgliedschaft der Ukraine in der EU zu befördern. NATO trifft dasselbe zu. Wir hatten lange, lange das Festhalten an Nord Stream 2 und die Ablehnung von Waffenverkäufen. Was ist da dran an dieser Kritik? Naja, wir wissen, dass sozusagen innerhalb Europas schon seit geraumer Zeit sehr unterschiedliche Interessen, was das Sicherheitssystem anbelangt, zwischen den osteuropäischen Staaten und vielen westeuropäischen und insbesondere auch Deutschland gibt. Also die Idee, die Ukraine schon relativ frühzeitig in die NATO zu führen, die ist natürlich nicht zuletzt von Deutschland, damals von Angela Merkel, abgelehnt worden. Ich meine auch aus gutem Grund. Aber das wird natürlich aus ukrainischer Sicht anders wahrgenommen. Die zurückhaltende Haltung bei SWIFT oder halt auch die sehr zögerliche Politik bei den Energiesanktionen haben natürlich ganz andere Hintergründe. Das hat vor allen Dingen was mit Versorgungssicherheit in Deutschland zu tun, weshalb man dort nicht weitergeht oder nicht so weit geht, wie es der Ukraine an der Stelle lieb wäre. Was wäre mit Öl? Öl ist offensichtlich einfacher, ja, sagen jedenfalls alle Experten, weil für Öl gibt es mehr Alternativen als für Gas. Gas ist einfach ja, simpel an Leitungssysteme und so weiter gebunden, kann man nicht so schnell ersetzen. Sei denn mit Flüssiggas, bei Öl wäre es einfacher. Wie kann das jetzt weitergehen im Konflikt in der Ukraine? Ja, wie das weitergeht und wie es zu Ende geht, das ist immer noch eine sehr offene Frage. Man sieht an diesem Konflikt Zelensky und Deutschland in dieser Debatte eigentlich zwei unterschiedliche Richtungen. Momentan ist es noch so, dass sowohl die Amerikaner als auch die NATO-Spitze nicht daran interessiert sind, diesen Krieg auszuweiten, also im engeren Sinn ihn nicht auszuweiten. Das heißt, dass die NATO sich nicht unmittelbar beteiligen wird, weil sie das Risiko weit höher einschätzen, was damit zusammenhängt, aus der Nutzen. Da gibt es auch andere Stimmen, da gibt es andere Positionen, die
sozusagen vor allen Dingen diese nukleare Drohung der russischen Seite doch vor allen Dingen als Spiel mit der Angst bewerten und deshalb für ein militärisches Eingreifen plädieren. Aber die sind zumindest im Moment in der Minderheit. Aber mit jedem Bild, was wir aus der Ukraine bekommen und das Opfer zeigt, wird der moralische Druck natürlich steigen. Deshalb trotzdem glaube ich, dass es gut ist, einen kühlen Kopf zu bewahren und diese gerade diesen wichtigen Fragen mit ein bisschen Abstand, so schwer das auch fällt, zu beantworten. Weil es geht im Kern darum, diese Ereignisse, die hinter diesen dramatischen Bildern stehen, zu vermeiden oder so wenige wie möglich folgen zu lassen. Und da ist es die Frage, die am Ende beantwortet werden muss, erreiche ich das über die jetzige Politik der Sanktionen, der Einschränkungen aller möglichen Art oder erreiche ich das mit einem militärischen Eingreifen oder kommt durch ein militärisches Eingreifen erst nicht noch viel mehr derartige Bilder sozusagen zur Welt? Ich danke für das Gespräch. Ja.